Das heute dominierende Thema war einmal mehr Donald Trump und diese ganze Russland-Geschichte. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist Donald Trump aus dem Schneider? Sind damit die Märkte, vor allem die Wall Street, aus dem Schneider? Das ist die große Frage und die Antwort ist sehr wahrscheinlich, nein, sind sie nicht, denn Trump und der Ernst der Lage ist doch so gravierend, das bekommt man aus den Äußerungen von Trump direkt mitgeteilt, wenn man nur lesen will. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüster. Schauen wir uns mal dieses Unclassified Document an, das heute veröffentlicht wurde, also dieses Transkript, das wiedergeben soll, das Gespräch zwischen Donald Trump und Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten. Es hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, aber das Transkript ist nur 5 Seiten lang. Normalerweise müsste man erwarten, dass ein halbstündiges Gespräch noch mehr Seiten produziert. Ist also nicht basierend auf einer Tonaufnahme oder irgendwas, sondern ist so ein bisschen im Nachhinein wohl zusammengestellt worden, von daher wohl von begrenzter Aussagekraft. Hier kommen Äußerungen zu Biden. Das war das, was die Märkte am meisten interessiert hat. Da heißt es, ja, guck doch mal, was da passiert ist. Da gab es ja einen ukrainischen Strafverfolger, Staatsanwalt, der Untersuchungen gegen Hunter Biden eingeleitet hat. Und Trump sagt, ja, guck doch da nochmal rein. Vielleicht könnt ihr da was machen, das wäre sehr wichtig für mich. Hat natürlich insofern schon mal ein Geschmäckle, als natürlich hier sein persönlicher Rivale betroffen ist um das US-Präsidentschaftsamt. Biden, Warren sind ja die beiden Favoriten derzeit als Herausforderer von Donald Trump und man kann es drehen und wenden, wie man will. Das hinterlässt Fragen, die einige Leute auch stellen. So zum Beispiel sagt hier Benjamin Applebaum, the White House version of the conversation is that the president, dass also der Präsident der Vereinigten Staaten die Ukraine gebeten hat, den führenden politischen Rivalen untersuchen zu lassen. Und dann angeboten hat, das Justizministerium damit einzubinden. Er hat dann immer wieder in diesem Gespräch mit Zelensky auch gesagt, ja, wir könnten Ralph Giuliani schicken, ehemaliger New Yorker Bürgermeister und Mitglied im Trump-Team. Also das geht schon über bestimmte Grenzen hinaus, ist aber noch nicht impeachfähig, sozusagen, also würde noch nicht reichen für ein Amtsenthebungsverfahren. Die Demokraten haben jetzt noch ein großes Ass im Ärmel und das ist dieser Whistleblower, der bereit ist auszusagen und man hat ihm seitens des Geheimdienstkomitees im US-Abgeordnetenhaus Anonymität zugesichert. Das wird das Ding sein, was wahrscheinlich dann der nächste große Trigger sein wird für die Märkte, die ja derzeit eben sehr nervös sind, eben weil die Situation noch völlig unklar ist, weil nicht wirklich klar ist, in welche Richtung die ganze Geschichte geht. Interessant ist auch, dass Trump mit dem ukrainischen Präsidenten hier über etwas gesprochen hat, nämlich der sogenannte CrowdStrike. Hier geht es um ein kalifornisches Unternehmen. Dieses Unternehmen hat untersucht russische Hacker, die offenkundig die E-Mails der Demokratischen Partei gestohlen haben, diese Clinton-E-Mails, von denen sie ja bestimmt damals gehört hatten, die Clinton diskreditieren sollten. Und CrowdStrike hat das damals untersucht und es gibt die Verschwörungstheorie innerhalb der Rechten in den USA, dass da ein Server verschwunden sei, dass CrowdStrike sozusagen diesen Server irgendwo versteckt habe und Trump vermutet ihn in der Ukraine und dann bittet hier Trump eben Zelensky, ja, könnt ihr unbedingt bitte diesen Server finden, das wäre für mich auch sehr wichtig. Also es verschwimmt ständig sozusagen das, was ein Präsident der USA eigentlich sagen sollte, mit dem, was das politische Interesse ist, das eigenpolitische Interesse, das eigenprivate Interesse von Donald Trump und das macht die ganze Geschichte so schwierig, so nebulös. Es hat so ein bisschen, wenn Sie sehen, wie das ganze Transkript, das ich mir da angeschaut habe, aufgebaut ist, es hat so leicht mafiöse Grundtendenzen. Man sagt nicht direkt sozusagen auf den Punkt, was Sache ist, sondern umschreibt es so ein bisschen, sodass das Gegenüber schon versteht, wenn es ein bisschen eingeweiht ist, was gemeint ist. Also das ist schon eine Rhetorik, die seltsam ist. Trump ist damit noch lange nicht aus dem Schneider. Das ist das Entscheidende. Auch wenn das Transkript jetzt mit den Äußerungen gegen Biden nicht so wahnsinnig viel hergibt oder nicht wirklich die ganze Geschichte belegt. Es wird jetzt auf diesen Whistleblower ankommen, der offenkundig bei dem Gespräch dabei war, was der zu der ganzen Geschichte zu sagen hat. Wie gesagt, das Transkript kann nicht wirklich als vollständige Wiedergabe des Telefonats gelten. Da sind sich alle einig. Was haben wir heute noch? Es ist sonst relativ ruhig an den Märkten. Wir haben sehr starke US-Hausmarktdaten, Neubauverkäufe gesehen, über 700.000 Saisonbereinigt. Das ist der höchste Wert oder zweithöchste Wert seit dem Jahr
2007, also seit der Finanzkrise, wenn man so will. Die Daten sind also nicht so furchtbar schlecht. Auf der anderen Seite Mortgage Applications, also die Hypothekenanträge, über 10% gefallen. Widersprüchliche Aussagen. Aber die Fed ist wieder am Start und sie muss offenkundig sehr, sehr stark agieren. Wir sehen hier, dass die Notenbank richtig Geld reingepumpt ist, wenn ich den Chart finde. Das ist er nicht. Wir haben nämlich jetzt die Tatsache, dass die Fed die Repo-Liquiditätsspritzen von 75 Milliarden pro Tag auf 100 Milliarden aufgestockt hat und für die 14-tägigen Repos den Betrag von 30 Milliarden auf 60 Milliarden aufgestockt hat. Also der Liquiditätsbedarf scheint so immens zu sein, so immens groß zu sein, dass die Fed jetzt plötzlich noch stärker hier agieren muss, um diesen Liquiditätsbedarf zu decken. Auch das nicht wirklich ein gutes Zeichen, so eine Art Cash Crunch jetzt am Quartalsende. Jetzt sind wir ja näher am Quartalsende, aber dieser Bedarf ist schon wirklich enorm. Apropos Trump, das habe ich vorher noch vergessen. Trump hatte zwei Dinge heute gesagt. Das erste hat er gesagt, the market went up very substantially after details read. Also die Märkte sind substanziell nach oben gegangen, nachdem sie sich das Transkript seines Gesprächs mit Zelensky durchgesehen hätten. Naja, so substanziell kann man nicht sagen. Was mehr geholfen hat, war Trumps Aussage, a China trade deal could happen sooner than you think. Ja, so ein Handelsdeal mit China, der kann viel schneller passieren, als ihr alle denkt. Manche halten das für bare Münze, aber es ist einfach ein Schwächesignal nach meiner Auffassung, dass er jetzt sozusagen alles tut, um die Märkte irgendwie nach oben zu ziehen, indem er den Märkten diese Bonbons hinhält, den Algos hier diese Reizwörter gibt und schon springen sie an. David Rosenberg sagt aber richtig, warum sollte China jetzt in einer Situation, wo Trump so geschwächt ist, innerhalb dieses Impeachment-Verfahrens, warum sollten sie jetzt substanzielle Konzessionen machen? Klar, sie werden Landwirtschaftsprodukte aus den USA kaufen, das können sie sowieso tun, das tut nicht weh. Schweinefleisch brauchen sie sowieso angesichts der Schweinepest. Sojabohnen, ob aus Argentinien oder den USA, ist Schnuppe. Aber was sollen sie da sozusagen anbieten in der Situation, wenn sie merken, Trump ist geschwächt? Der braucht natürlich jetzt einen Deal, der braucht irgendwie einen Victory, einen Sieg in den politischen, sonst hat er es schwer. Noch zwei Statistiken-Charts, die ich Ihnen gerne zeigen würde hier von zunächst mal dieser Chart. Wir haben die größte Verschuldung zum BIP in der Welt. Außerhalb von Kriegszeiten, hier sind wir jetzt mit 70% durchschnittlich des BIPs. Wir waren nur höher beim Zweiten Weltkrieg. Ansonsten sind wir hier auf Rekordniveau und das eigentlich in der besten aller Welten, wo es doch angeblich so gut läuft, wo angeblich so viel Wohlstand ist. Und wir sehen zum Beispiel auch, was Holger Czepitsch hier betont, eine Studie der Deutschen Bank, die sagt, alles, was man wissen will oder alles, was man zu wissen braucht, die Zentralbanken werden weiter Government Bonds kaufen müssen, also Anleihen kaufen müssen, ad infinitum, also bis in die Ewigkeit ein Helikoptergeld machen müssen, sonst würde nämlich die Bondblase platzen. Und hier sieht man einen Helikopter, der eben das Helikoptergeld auf Debt, also auf die Schulden schmeißt, weil nur so offenkundig die Schulden tragfähig sind. Ansonsten aber natürlich alles bullish, meine Damen und Herren, das versteht sich von selbst. Schauen wir uns die Märkte an, schauen wir uns die Charts an, wieder von Capital.com, was wir hier sehen, ist der Dow Jones. Wir sehen diese Erholung mit den Trump-Aussagen. Aber wir haben schon höhere Zugewinne gesehen, wenn Trump fabuliert hat, der Deal mit China ist praktisch eingetütet etc. Wie oft haben wir diese Hoffnungsrallyes erlebt, dass er das heute so bringt, dass er heute sagt, ja, die Märkte sind substanziell nach oben gegangen, als sie gesehen haben, was dieses Transkript hier hervorgebracht hat. Das zeigt, dass er nervös ist, er hat alle Republikaner aus dem Senat heute Morgen versammelt, ihnen das Transkript gezeigt, gesagt, guckt euch das an, denn er muss fürchten, dass einige Republikaner im Senat eben ihm die Treue aufkündigen. Man braucht ja, um ein Impeachment-Verfahren durchzuziehen, ein Amtsenthebungsverfahren durchzuziehen, eine Zweidrittelmehrheit im Senat. Das Abgeordnetenhaus ist in der Hand der Demokraten, da wird die Mehrheit, die da erforderlich ist, locker erreicht. Es kommt auf den Senat an, deswegen versucht jetzt Trump eben im Senat Stimmung zu machen. Schauen wir uns das größere Zeitfenster beim S&P 500 an, da sehen wir, so wahnsinnig viel ist nicht passiert. Nach oben bisher, nach unten auch nicht, aber wir kommen eben nicht über diese 3025er-Marke substanziell hinaus. Wir sehen den DAX, 12.245, leicht erholt, aber eben nicht so wirklich bullisch jetzt in den letzten Tagen. Wir sehen, dass der Euro weiter nach unten geht. Dieser Handelsoptimismus
von Trump, diese temporäre Erleichterung, so möchte ich es mal formulieren, über das Transkript, dass da nicht direkt was greifbar ist, das hat dem Dollar geholfen, das belastet das Gold, das fällt auf 1504 Dollar und wir sehen, dass amerikanische Crude Oil wenig verändert. Bei 56,078 $ nach den heutigen Lagerbeständen. Also, die Kuh ist noch lange nicht vom Eis. Wir haben heute jetzt so einen temporären Optimismus. Aber wer sich genauer informiert, der dürfte ahnen, dass da noch was kommen wird, dass die Geschichte damit nicht abgeschlossen ist. Viele sagen, ja, die Demokraten, die haben sich blamiert. Nein, das ist noch lange nicht der Fall. Ein Geschmäckle hat es mindestens. Das ist schon an der Grenze zu dem, was ein US-Präsident machen kann, machen darf. Jetzt ist die Frage, ob man sozusagen noch mehr findet, ja oder nein. Die Nervosität dürfte bleiben. Saisonal ist die Anfangszeit nach dem Septemberverfall normalerweise nicht die günstigste. Aber wir werden sehen, wie es ausgeht. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao.